Da bin ich gerade ein bisschen am Überlegen, am Struggeln hier. Aua, der haut aber auch ganz schön zu. Haut mich aber auch kaputt. Nein! Dieses Minivieh hat mir gerade mein Endsieg versaut. Ah! Also, wir werden die Viecher angreifen, aber sobald das Teil kommt, der Schild ist nicht unendlich, das ist das Problem. Sobald dieses Feuerballchen kommt, muss ich den irgendwo gegen. Ich bin konzentriert. Oh, zwei. Nein. Du so feige Ratte. Endlich. I don't know what corruption waits for you in the Lantern Cave. But I suspect Taro's spirit will fight to the end. Ich auch. Also ich muss sagen, diese Bosskämpfe haben es dafür, dass es normal ist, wirklich ganz schön in sich. Das steht halt auch in keinem Verhältnis. Diese kleinen Bosse, die sind super schnell down, die tun dir auch nicht doll weh. Und die großen schnipsen zweimal und du bist kaputt. Das würde ich tatsächlich gerne noch mal ein bisschen gebalanced sehen wollen. Das ist ein bisschen zu krass und auf schwach sind sie halt Pipifax, ne?
Aber normal fühlt sich halt nicht an wie normal, sondern wie hart. So, ist hier die Kiste irgendwo? Ist das der Berg mit der Kiste? Ist das hier? Irgendwo ist eine verfluchte Kiste gewesen. Und da musste man in einem bestimmten Zeitrahmen die Monster töten. Und dann hat man den Loot dafür bekommen. Auf der Suche nach dieser Kiste. Wo ist das gewesen? Mal gucken, ob ich das auf die Schnelle wiederfinde. Könnte hier oben gewesen sein. Kann ich zwei Gegner gleichzeitig killen? Hat der mir gerade meinen Angriff versaut, der Kleine? Habt ihr das gesehen? Der hat mir meinen Angriff versaut, als hätte ich es geschafft. Nochmal. Geht doch. Ein Hütchen. Ein Taro-Hütchen. Oh. So, wir müssen dahin. Wie kommen wir denn dahin? Über den Fluss? Oder über die Höhle? Mal kurz gucken gehen. Genau, hier haben wir den Kampf geführt und dann sind wir hier runter. Sind wir denn da hingelaufen? Versuch erstmal wieder zurückzufinden. Da müssen wir jetzt hoch. Leuchtende Steine.
Okay, also es war gar nicht wichtig, welchen ich hochhebe, nur dass es so ist. Verfluchte Truhen haben wir alle. Wir haben erst eine Geisterpost und uns fehlt noch ein Blumenschrein und zwei Hütten und noch viele Rods. Chat, ihr kommt soweit klar? Ich wünschte ehrlich gesagt, dass man mit den Diamanten mehr machen könnte als eine Hütte kaufen. Kletter da gleich hoch. Alles gut, ihr vermummelt euch in euren Hütten. Das ist schön. Es werden auch wirklich immer mehr, ne? Also. Was ist das? A fox symbol is marked on this old camping gear. Kurz gucken, ob hier noch was ist. Die Geisterwelt sieht auch irgendwie niedlich aus. Oh, da hinten habe ich eine Laterne vergessen. Schade. Schade, schade. Ja, klappen können. Da ist wieder eine Erinnerung. Die Aussicht nach oben ist halt total schön. Das war ja anders seltsam. Okay. Was ist denn hier passiert? Ich denke, dass wir noch ziemlich überrascht werden von dem Spiel. Okay, da gehen wir gleich hin. Okay, das hier hat gar nichts zu bedeuten. Geht noch nicht.
kann die Maske hier gar nicht aufsetzen. Hä? Okay. Einfach zu anstrengend, das zu steuern. Ah, hätte ich noch gar nicht freigeben dürfen. Okay. Ich glaube, ich weiß jetzt, wie man es besser... wie man es besser bewegt. Ich glaube, da kommen wir einfach nur unten raus. Da kommen wir gar nicht weiter. Jetzt sollte die Maske wieder gehen. Da waren wir schon. Ich habe das für einen Ausgang gehalten. Das ist alles bloß kein Ausgang. Aber es ist mega hübsch hier. Ich versuche mir nebenbei immer noch ein bisschen alles anzugucken. Funktioniert's wieder. Muss ich auch so schön. Ich wollte es mir mal angucken. Diese Papierlaterne, das sieht alles so schön aus. Aua, aua, aua. Ja? Thank you.
versuche an dieses letzte Ding da heranzukommen. Wow, 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 wow. Weg. Wo ist die zweite Heillampe? Da. Aua! Schon wieder sterben. Lass mich, lass mich, lass mich, lass mich, lass mich. Fast tot, ich bin fast tot, aber er ist auch fast tot. Nein, 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 nein. Ich will diesen Kampf nicht nochmal machen. Mir geht's gut. Nur noch einen Angriff, nur noch einen Angriff, nur noch einen Angriff. Und der kommt auf mich zu. Der muss erstmal aufhören, in meine Nähe zu kommen. Ich hab den immer noch nicht tot. Ich weine. Doch, ich hab ihn tot. Seestern, danke, dass du da warst. Gar kein Problem. Bis dann, dann. Tschüssi, vielleicht sieht man sich ja nochmal. So, wir haben eine Laterne entdeckt. Hört sich kleine Rot. Sind jetzt um mich rum. Sind jetzt um mich rum. Zwoli Gaming, hallöchen. Schön, dass du da bist. Ich mache mir meine Kämpfe auch immer schwer. Für dich eigentlich nicht. Ich komme später wieder, wenn du noch da bist. Ich bin noch eine ganze Weile da. Vielen lieben Dank für deinen Follow. Ich freue mich. Dankeschön. Ich bin immer da. Liebe geht raus. Dankeschön für euren Support. Ich finde die Höhle so schön. Ah, ein Strauch. Den hätte ich auch so gesehen. So,
Wir haben schon wieder 235. Können wir davon irgendwie nochmal was machen? Ich weiß tatsächlich noch gar nicht, was ich hiervon gut finde. Beim Abschießen eines gebundenen Feindes. Wie binde ich denn nochmal Feinde? Das ist gerade... Das habe ich schon wieder vergessen. Wie binde ich Feinde? Sonst würde ich nämlich da drauf gehen, weil wenn ich viele kleine Feinde habe, ist das ganz praktisch. Obwohl das auch cool ist, dass wenn ich pariere, gleich wieder eine Aktion freischalte. Das ist eigentlich auch ziemlich cool. Ja, ja, mit dem Binden. Ich weiß bloß nicht mehr, welchen Knopf man dazu drücken musste, wenn ich ehrlich bin, Elfe. Mein Elfschirm. So, ich glaube, wir müssen jetzt hier hoch. War nur Quadrat? Jetzt wird es regnerisch. Immer auf der Suche nach kleinen Rods. Nun gut, wo muss die hin? Der leuchtet nicht mehr. Diese kleinen Doofies. Dafür gab es wahrscheinlich einfach ein bisschen Karma. Die leuchten alle gar nicht. Erschreckt mich halt immer wieder vor dem Gedöns. Ist das dunkel. Ihr wisst ja, und die Nacht ist dunkel, voller Schrecken. Ich würde es ehrlich gesagt schön finden, dass wenn man diesen Impuls macht, dass diese Runen und Zeichen einfach leuchten würden. Die ganze Zeit. Was erwartet uns hier?